So, wieder näher ranfliegen hier an das Ding. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung, zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Und wir haben letztes Mal uns angeguckt, wie so ein bisschen das Training aussieht. Ich werde das Training nicht weitermachen, das habe ich schon ein bisschen gedaddelt. Wir steigen jetzt mal richtig ins Spiel ein. Allerdings mache ich das noch nicht online, sondern in der Solo-Kampagne offline, weil ich keine Lust habe, irgendwie online zu gehen und dann werde ich irgendwie gleich weggebrezelt von einem, der da gerade Lust drauf hat. Außerdem jetzt ja darum, erstmal so ein bisschen das Spiel kennenzulernen. Ich habe es auch in der Solo-Kampagne schon ein bisschen gespielt. Es geht da dann mehr darum zu handeln, also um Ballern geht es erstmal noch nicht so sehr, sondern erstmal Missionen zu bekommen, sich Reputation zu erarbeiten bei den verschiedenen Föderationen und Ligen, die es irgendwie so gibt, bei den ganzen Sternensystemen. Und dafür muss man am Anfang ein bisschen was machen. Und das machen wir jetzt mal. Neuen Spieler erstellen, das mache ich auch. Ich habe meinen alten Spielstand gelöscht und mache das jetzt nochmal neu von vorne. Willkommen, Kommandant. Bitte gib deinen Wunschnamen ein. Alles klar, wir sind natürlich Mr. Saltman. Und sagen okay. So, es gibt nur einen Flugkörper für mich zur Auswahl. Nur ein Raumschiff. Ich weiß, dass dieses Spiel über Kickstarter gefundet worden ist, also finanziert worden ist. Und dass die Leute, die bei Kickstarter mitgemacht haben, dass die wohl Spezialinhalte bekommen haben auch. Also die haben dann auch die Möglichkeit, hier am Anfang ein anderes Schiff zu bekommen. Das ist bei mir nicht so. Schade eigentlich, ich kannte das Projekt nicht. Also ansonsten, bei solchen tollen Geschichten, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht sogar da auch ein bisschen was springen lassen. Aber egal. Frachtzeitwander, Ortsverpflegungsförderkredits. Ja, das ist alles okay. Wir können eh nichts machen. Lassen wir das so. Und hier gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, ein Training zu machen. Also das andere, was ich vorher gezockt hatte, das Training, das war die Demo, ist, glaube ich, nicht anders großartig als hier das normale Training. Und ein Spieler melden, Optionen. Ich glaube, in die Option muss ich jetzt noch nicht rein. Ah, hier funktioniert alles. Ich muss noch was dazu erklären. Und zwar, ich hatte ja gesagt, dass ich überlege, mir einen Joystick anzuschaffen. Mal gucken, ob ich das mache. Ich habe es jetzt doch erstmal so gemacht, dass ich meinen Controller angeschlossen habe. Obwohl ich fand, das hat mit Tastatur und Maus schon gar nicht mal so schlecht geklappt letztes Mal. Ich habe jetzt auch schon mit dem Controller gezockt und fand den Unterschied jetzt nicht so gravierend. Es ist halt immer die Frage, woran gewöhnt man sich? Ich vermute, mit Tastatur und Maus bin ich deswegen so gut zurechtgekommen, weil ich von diesem Spiel so super begeistert bin. Ich mache es jetzt mal mit dem Controller. Der Controller bietet halt nochmal die Möglichkeit, ist halt fast wie ein Joystick. Ja, nur, dass man eben mit zwei Sticks irgendwie arbeiten kann. Und wir sagen mal Start. Und sagen, hier kann man das jetzt nämlich auswählen. Entweder offenes Spiel für online oder Solo, um seine Ruhe zu haben. Es ist so, dass dieses Spiel trotzdem eine Internetverbindung benötigt. Also das ist zwingend erforderlich. Ich meine, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt es daran, dass die Maps über einen Server geschickt werden. Also die ganzen Informationen über die Sternsysteme werden vom Server geschickt, weil die wollen nicht, dass jemand solo das spielt und die ganze Map hat und dann schon alles erkunden kann, um dann online irgendwie schon zu wissen, wo was ist. Deswegen solo, Spiel wird geladen. Und das wird jetzt auch ein bisschen eine andere Geschichte als mit der Rumballerei am Anfang. Also das mit dem Rumballern, ja, das ist ganz geil. Das wird auch sicherlich mal vorkommen. Also es kann durchaus passieren, dass wenn ich auf so einer Handelsroute gerade unterwegs bin, dass jemand versucht, mich irgendwie rauszuholen aus meinem Flug und mich anzugreifen, um halt an meiner Ladung ranzukommen. Und wenn er das schafft, mich rauszuholen aus meinem Flug, dann kann ich mich eben verteidigen.
Ich habe auch, also bei diesem Schiff, was wir jetzt haben, das können wir uns mal angucken. Jetzt muss ich mal eben schauen. Ah ja, okay. Wir gehen mal in die Sternhafendienste rein und gucken mal, ob wir unser Schiff anschauen können. Reparatur, Ausstattung. Gucken wir, ob wir bei der Ausstattung. Hier haben wir nämlich Impulslaser. Ja. Werkzeugsteckplatz. Mal gucken, ob wir können, glaube ich, im Moment, ja, mit 1000 Credits haben wir zur Verfügung. Wir können aber mit denen nichts machen. Also das ist einfach zu wenig. Wir müssen halt erstmal ein paar Missionen machen, beziehungsweise ein paar Aufträge annehmen und die ausführen. Hier bei den Waffen kann ich auch nichts machen. Also am Anfang geht erstmal nichts. Vielleicht innen können wir mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Leichte Legierung. Laie, das verstehe ich nicht ganz. Ich verstehe leider nicht ganz, was Laie hier bedeutet. Es kann natürlich sein, dass das, was ich momentan an Bord habe, hier diese ganzen Sachen, dass die nur geliehen sind. Vielleicht, dass ich die nicht eintauschen, doch hier steht auch tauschen, komisch, oder verkaufen kann. Kaufen und Ausrüstung. Also ich könnte doch schon hier ein bisschen was machen. Aufklärungsfrachtgestell etc. pp. Aber weiß nicht, ob ich davon schon irgendwas haben will. Treibstofftank. Also wenn ich das richtig verstehe, sind das die Dinge, die wir hier haben. Wieso kann ich es... Ah, okay. Und dann kommt man auf dieses Menü. Okay. Zurück. Schade, dass ich mit am Controller mit der Kreistaste hier nicht zurückkomme. In manchen Fällen geht das, manchmal nicht. Reparatur können wir uns mal angucken. Also die Maus kann ich natürlich nach wie vor auch weiterhin benutzen. Also das Maus und Tastatur funktionieren trotzdem. Die habe ich so ein bisschen konfiguriert, dass ich da ein paar Sachen trotzdem machen kann. Ist auch nötig, weil man kann mit dem Controller nicht alles machen. Auftragsstaffel, da gehen wir jetzt mal hin. Hier wird ein Kurier gesucht, um was nach Kini zu bringen. Sprungentfernung sind 6 Lichtjahre ungefähr. Also LY Sprungentfernung, LY steht für Lichtjahre. Und dieses Datenpaket muss sofort und unauffällig zum Nachrichtenzentrum auf der Station Kardinyuk Orbital gebracht werden. Liefern Sie die Daten ab und kommen Sie zurück zur Station Trivichtok, wenn Sie einen Haufen Credits verdienen wollen. Also ich müsste dann wieder hier zurückkommen. Aber aufpassen, das sind wirklich sehr heikle Daten. Das heißt, es könnte passieren, dass uns jemand versucht abzufangen. Das Erste, was man jetzt macht, ist nicht einfach annehmen, sondern erstmal gucken, okay, System Kini. Wie weit ist denn das entfernt? Und dafür haben wir hier so eine schöne galaktische Karte, die wir nutzen können. So, wir sind jetzt im Moment bei LHS 3447, also das ist der Stern, bei dem wir sind. Und wir brauchen Kini. Jetzt muss ich mal gucken. Da ist Kini. Kini ist ein bisschen entfernt, also wir müssten über Shamuda fliegen. Und dann nach Kini. Ich glaube, eine direkte Route können wir nicht wählen. Können wir Route kartieren, ja. Also das wird kein direkter Flug, sondern wir müssen über ein anderes Sternsystem dahin fliegen. Und jetzt müssen wir mal gucken. 6. Gut, wir werden aber nicht unbedingt zwingend zwischendrin auftanken müssen. Behaupte ich jetzt mal. Ich guck mal. Das ist nämlich das Wichtige, was man überprüfen muss. Wie weit ist dieser Auftrag entfernt und reicht überhaupt mein Tank dafür? Oder muss ich zwischendrin nachtanken oder wie ist das? Weil im schlimmsten Fall kann es mir passieren, dass ich eine Mission annehme, dann losfliege und beim Losfliegen merke, dass ich mein Ziel gar nicht erreichen kann, weil meine Tankfüllung überhaupt nicht reicht. Und hier gibt es, da kann man das vorher überprüfen, hier steht Frachtmasse. Wir brauchen für diesen Auftrag keine Frachtmasse. Also das sind nur Dokumente, die wir da transportieren sollen. Und hier steht irgendwie 0 Tonnen. Man kann aber, je nachdem, was das für ein Auftrag ist, also wenn das jetzt ein Auftrag wäre, irgendwelche Dinge zu befördern, irgendwie 2 Tonnen Abfall oder 2 Tonnen Schweinefleisch oder was auch immer, dann könnte man hier einstellen... Okay, 2 Tonnen. Wie ist dann meine Sprungreichweite? Weil die verändert sich, je nachdem, wie viel ich an Bord habe. Und mein Raumschiff kann maximal 4 Tonnen laden. Das brauchen wir aber in dem Fall nicht.
Und wir haben im Moment eine Sprungreichweite von 7,56 Lichtjahren mit unserem Treibstoff. Das reicht vollkommen aus, um hier bis nach Kini zu kommen. Weil das ist eine Entfernung von nur 6,05 Lichtjahre. Und wir haben auch schon die Route kartiert. Wir könnten hier Erkundungsdaten kaufen und Handelsdaten kaufen. Handelsdaten kann ich mal eben zeigen, das ist ganz nett gemacht. Hier sieht man anhand dieser Pfeile, was alles an Dingen gehandelt wird. Das ist ganz praktisch, wenn man dann selber auch Handel betreiben will, weil man kann an den Stationen Dinge kaufen und die irgendwo anders hinbringen und dort teurer wieder verkaufen. Ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt im Spiel schon machen werde. Ich glaube noch nicht, weil dafür kenne ich mich noch nicht gut genug aus. Hier könnte man auch, wenn man schon den Namen weiß, wo man hin will, den von Hand angeben. Verlassen jetzt das Ganze mal und ich werde diese Geschichte annehmen. Ich hoffe, dass das nicht allzu hart wird. Ja, und das hier. Ja. Verlassen wir das Ganze mal wieder und kehren zurück zur Oberfläche. Das sieht dann so aus. Dann fährt hier was runter. Da werden wir reingefahren im Dock und jetzt werden wir an die Oberfläche gehievt. Ich kann auch einen Knopf drücken und wir können uns so ein bisschen umschauen. Auch ganz geil. Wenn ich dann hier auf so einen Bereich gehe, hier habe ich so die ganzen Einstellungen vom Schiff und so. Da kann ich irgendwelche Status abrufen, irgendwelche Module aktivieren, deaktivieren. Mir die Fracht angucken. Fracht haben wir ja nicht, weil wir nur Dokumente transportieren. Wahrscheinlich hat uns nur irgendjemand einen Aktenkoffer irgendwo reingestellt. Und das kann man nicht wirklich in Tonnen bemessen. Hier haben wir die Navigation. Dies wird gleich ganz wichtig sein. Mal gucken, ob wir... Hier können wir nämlich auch sehen. Datenlieferung, Cardinyuk Orbital, Kini. Wir wissen ja, wir müssen über ein... Genau, wir müssen erstmal, Ziel ist schon eingegeben, dadurch, dass wir das gerade eben schon konfiguriert haben. Allreihe Sektor KH5B21, 5,02 Lichtjahre ist erstmal dieser erste Zwischensprung. Und jetzt müssen wir sagen, starten. Und jetzt können wir... Achso, wir müssen die Start-Checkliste beim ersten Mal einmal durchgehen. Links rollen, rechts rollen... aufwärts nicken, rechts gieren, da muss ich was anderes einstellen, so, rechts gieren, links gieren, Schub haben wir, wo haben wir den Schub, warum macht er keinen Schub, komm, mach mir Schub, hochregeln, ach so, das ist Schub rechts, links, ja, die habe ich nicht auf dem Controller, die muss ich dann doch mit Schub aufwärts, Schub abwärts, die habe ich, ja. Die habe ich auch deswegen drin, damit ich Fahrwerktest, damit ich im Gefecht ein bisschen besser target, haben wir auch Oberflächenfokus, das ist die Umschalttaste, steht zum Glück immer alles mit dabei. Okay, und jetzt haben wir es. Jetzt kann ich nämlich... Ja, und Schub oben und unten habe ich deswegen auf dem rechten Stick mit drin, weil ich jetzt beim Startvorgang einfach nach oben fliegen kann. Wir sind ja im Weltraum. Und im Weltraum herrscht erstmal Schwerelosigkeit. Es ist aber schon so, dass wohl die Masse der Planeten und Sternensysteme durchaus Einfluss darauf haben. Oh, jetzt habe ich die Waffe gezückt, das wollte ich nicht. Fahren wir die mal wieder ein. Sollte man möglichst vermeiden, also Waffen sollte man wirklich erst zücken, wenn man wirklich in Gefecht reinkommt oder wenn man angegriffen wird. So, und wir haben auf dem Radar schon, zum einen auf dem Radar und es gab noch so Spezialtasten. Also das hier ist nach links. Da haben wir Kommunikation, dann können wir auch was schreiben. Also es ist gerade online dann geil, sich unterwegs irgendwie gegenseitig was zu schreiben.
Wer ganz aufmerksam das Tutorial von mir angeschaut hat, der wird auch gesehen haben, dass links oben die Gegner teilweise mir irgendwelche Sachen geschrieben haben, von wegen stirb, stirb, stirb. Also die... Ah ja, das wollte ich zeigen. Da sieht man jetzt zum einen den Radar und links oben neben dem Radar, noch links neben der 34%, ist so eine kleine Kugel mit einem weißen Punkt drin. Das ist auch nochmal so ein zweiter kleiner Radar, der einem hilft, sein Ziel, was man anvisiert hat, sich darauf auszurichten. Wir fliegen mal ein bisschen schneller. Ganz wichtig ist, dass wir das Fahrwerk einfahren. Und diese Massesperre, die gerade ausgegangen ist, die war deswegen an, weil wir noch nah an dieser Station drin waren. Also wir können nicht in einen Sprung übergehen. So, wir verlassen jetzt die waffenfreie Zone. Genau deswegen war das eigentlich wichtig, die Waffe drinnen zu lassen und nichts, keinen Mist zu machen. Und jetzt können wir über die andere Taste nochmal auf unser Ziel drauf gehen. Allrei, wo ist es? Ich finde es nicht. Da. Da sehen wir auch Allrei Sektor KH5, bla bla. Und auf der rechten Seite ist so eine Markierung, so ein Zielpunktmarkierung. 5,02 Lichtjahre. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann kann ich den Hyperantrieb aktivieren und das wollen wir nämlich machen, weil ansonsten würde das hier sehr lange dauern, bis wir da ankommen. Jetzt lädt der Frameshift Drive und wir machen gleich einen Sprung. Und dieser Sprung, der sieht ganz lustig aus. Einige haben gesagt, ja, es ist im Grunde nur wie ein Ladebildschirm. Ich finde ihn ganz interessant. Und jetzt geht's los. Jawohl. Ist ein bisschen... Also auch so ein bisschen unheimlich, finde ich. Ja, ich muss da an Event Horizon denken. Ist ein Science-Fiction-Horrorfilm. Da hat es auch mit Sprungtechnologie zu tun. So, jetzt sind wir in Kini. Und ich verlangsame erstmal unsere Fahrt. So, und hier wird mir angezeigt, neue astronomische Entdeckung. Ein Objekt. Ich weiß nicht, ob das dieser Stern vor uns ist. Das können wir mal testen. Ja, den scannen wir jetzt. Es macht durchaus Sinn, wenn man in einem System ist, in dem man noch nicht war, die Objekte zu scannen. Zum einen, klar, weiß man dann, womit hat man es zu tun. Und zum anderen kann man solche Scan-Daten im Zweifelsfall dann auch verkaufen. Also das sind dann richtige Karten-Navigationsinformationen, die man richtig gewinnbringend verkaufen kann. Und jetzt muss ich natürlich wieder auf die Navigation gehen und mir wieder auf als Ziel festlegen Kini. Und jetzt gucken wir erstmal, wo Kini ist, weil ganz wichtig ist, für so einen Sprung müssen wir uns darauf einrichten. Da hilft mir dann wieder hier auf der 3, genau, hilft mir mein kleiner Globus. Oder sieht so. So, jetzt haben wir ein Problem. Mein Zielpunkt ist hinter dieser Sonne. Das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Folgendes machen. Wir müssen an dieser Sonne so ein bisschen vorbeifliegen. Ich drehe mich mal, dass wir die im Blick haben. Genau. Weil wenn ich jetzt in den Sprung gehen würde, dann würde der Computer sagen, kann nicht springen, weil das Ziel liegt direkt hinter dieser Sonne und wir können nicht durch eine Sonne durchspringen. Oder auch hier so am Rand ist auch einfach zu heiß. Ja. Hier ist so eine Linie, da habe ich irgendwie erfahren, das ist so eine Gravitationslinie. Also wenn wir diese Linie überschreiten, wird es echt schwierig, diesem Planeten zu entkommen. Einfach weil die Anziehungskraft des Planeten, des Sterns, in dem Fall ist es ja ein Stern, weil die Anziehungskraft des Sterns einfach so riesig ist. Es ist auch kein... Nee, es ist kein Ring von irgendeinem Planet oder so, der um diesen Sternkreis. Jetzt richten wir uns mal wieder vernünftig aus hier. Ja, komm, so ziehen geht schneller. So, jetzt können wir uns zur Seite. Und jetzt versuchen wir mal mehr Schub zu geben. Und jetzt sehen wir, wie sich das bewegt. Also wir sind immer noch in einem Spezialantrieb drinne. Das sieht jetzt auch anders aus als beim Training. Also im Moment haben wir eine viel höhere Geschwindigkeit. Und jetzt sind wir auf Kini ausgerichtet und können den Hyperantrieb aktivieren. Den Frameshift Drive, den Hyperantrieb. Jetzt lädt der auf. Wir sehen hier 2,65 Lichtjahre sind es noch. T ist, glaube ich, Zeit, die abläuft bis... Und los geht's.
Die Geräusche auch dabei. Das ist alles so ein bisschen unheimlich. Okay. Du. Ich stehe auf solche Geräuschkulissen. Eigentlich ist es total unrealistisch. Also theoretisch in so einem Spiel dürften wir nur das hören, was unser eigenes Raumschiff an Geräuschen so von sich gibt. Und zwar im Raumschiff. Ich bremse mal eben ab. Denn im Weltall ist es natürlich so, wir haben nichts im Weltall. Und dementsprechend werden auch keine Geräusche übertragen. Denn um Geräusche zu übertragen, braucht es Luft. Also dadurch, dass wir auf unserem Planeten was hören können, liegt einfach nur daran, dass wir eine Atmosphäre haben. Ohne Atmosphäre keine Geräusche. Im All gibt es in der Regel keine Atmosphäre, es sei denn, man ist irgendwo in einer Gaswolke. Das wäre mal interessant rauszufinden, wie sich Dinge anhören innerhalb einer Gaswolke oder so. Und wir gehen mal wieder auf die Navigation. Hier steht nicht erforscht. Das ist nicht schlecht, weil erforschen wollen wir ja auch nebenbei. Und ich vermute, das ist dieser Stern, der nicht erforscht ist. Genauso ist es. Dann gehen wir auf T und dann, also Target. Das ist das Schöne, man muss nur das Target auswählen. Man sagt halt so, das ist jetzt mein Target und dann wird das automatisch gescannt. Wenn wir in einer bestimmten Reichweite sind, also wenn wir nah genug dran sind. So, das ist ein Klasse M-Stern, ein sogenannter roter Zwerg. Leaders of Kini heißt der, Kini A. Und jetzt gehen wir mal wieder auf die Navigation und gucken mal in den Transaktionen. Cardenjuk Orbital in Kini, da müssen wir hin. Wir können auch eine Systemkarte angucken. Und das hier ist Cardenjuk Orbital. Und hier ist noch irgendein Planet, den ich auch noch nicht kenne. Das ist auch nicht erforscht. Also es gibt hier Kini A und Kini B. Das ist halt ein Zwillingssternsystem. Ich vermute, das sind einfach zwei Sterne, die umeinander kreisen. Und der eine von den beiden Sternen hat nochmal einen Planeten zusätzlich. Vielleicht hat der andere auch Planeten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erst, wenn ich diesen Stern erkunde, dann könnte ich unter Umständen... So, mal gucken. Also ja, wir sehen hier auch auf dem großen Radar, da ist halt ein Stern. Und auf dem und um diesen Stern kreist auch was. Das hier ist jetzt so eine kreisförmige Linie. Und hier muss noch irgendwo ein anderer Stern sein. Gucken. Nee, das wollte ich nicht. Aufhängung wieder einfahren. Also mit Aufhängung ist mein Geschütz, meine beiden Geschütze vorne gemeint. So, hier ist etwas. Und das wähle ich jetzt mal aus und fliege da mal hin. Das ist 1,4 Lichtsekunden entfernt. Dieser Antrieb, den Spezialantrieb, den ich jetzt gerade benutze, also ich glaube, das ist auch immer noch der Frameshift. Muss auch mal rausfinden, wie man einfach so in den Frameshift reingeht, ohne irgendwas über die Navigation zu aktivieren. Wir sehen, dass dieser Antrieb, der geht sehr langsam hoch, aber es sind halt auch im Moment sehr heftige Geschwindigkeiten, die wir hier haben. Das ist aber ein Raumschiff. Und zwar eine Viper. Jules ist kompetent und sauber und gehört zur United Kini Koalition. Mal gucken, ob wir noch was anderes auswählen können. Hier ist eine FSA-Sogwolke. Schade, ich dachte, ich kriege diesen anderen Stern zu fassen, weil der interessiert mich. Okay, dann bremsen wir mal wieder ab. Gucken wir, also einen Stern haben wir ja auf dem Radar. Ich sehe aber keinen zweiten Stern im Moment. Können mal gucken, ob wir dann auf dem Rückweg einfach mal zu diesem zweiten Stern fliegen. Ich gehe jetzt erstmal wieder auf die Navigation. Cardenjuk Orbital können wir nochmal überprüfen. Genau, da müssen wir hin. Cardenjuk Orbital. Entschuldigung. Und das legen wir als Ziel fest. Und gehen wir da raus aus der Navigation. Und jetzt hilft mir wieder mein kleiner Kompass. Meine kleine. Da ist Cardenjuk Orbital. Und da geben wir jetzt mal Gas drauf.
So, und ich habe noch nicht genau rausgefunden, was. Also rechts vom Radar haben wir diese Geschwindigkeitsanzeige. Und da gibt es irgendwie diesen blauen Bereich. Und ich glaube, wenn man genau blau ist, dann hält man die Geschwindigkeit. Und wenn man darüber geht, dann steigert man die Geschwindigkeit. Also ich vermute, so ist es zu erklären. Und ich habe auch noch nicht genau herausgefunden, wie man die Geschwindigkeit vernünftig regelt, wenn man was ansteuert. Also in dem Fall jetzt Cardenhub. Ich könnte jetzt auch nochmal einen Sprung machen, theoretisch. Vielleicht sollte ich das tun. Gucken mal eben. Nee, können wir nicht. Okay. Also ich müsste schon aus dem Sprungsystem rausgehen, um nochmal einen Sprung zu machen, weil wir noch in diesem Sprungsystem drin. Also auch wenn wir jetzt nicht dieses ganz schnelle haben. Ja, jetzt sagt er schon, verlangsamen. Das Problem ist, dieser Antrieb, der muss wahrscheinlich runtergefahren werden. Oder es gibt irgendwo nochmal. Was ist das denn hier? Kini A. Achso, da kommen wir her. Cardenhub Orbital. So, jetzt haben wir nämlich, dadurch, dass ich eine Rolle gemacht habe, ganz einfach, bin ich nicht dran vorbeigeschossen. Sondern hat man einfach nur. Und da kommen ein paar Sachen auf uns zu. Das sind, jetzt sagt er wieder verlangsamen. Dann mache ich wieder eine Rolle einfach, damit ich nicht dran vorbeischieße. Diese Lichter, die wir da sehen, das sind andere Raumschiffe. Das ist einfach das Einzige, was man sieht von so einem anderen Raumschiff, ist halt deren Antrieb. So, ich muss wieder abbremsen, weil jetzt, ja, er sagt es auch schon. Dann mache ich wieder eine Rolle. Ich weiß nicht, warum der Antrieb irgendwie so lange braucht, um sich abzubremsen, aber es ist nun mal so. Ja, eigentlich logisch, weil wir sind ja im All und wenn man einmal Gas gibt, dann fliegt man auch konstant mit der Geschwindigkeit weiter. Man muss, um abzubremsen, muss man dieselbe Energie dagegen setzen und das dauert natürlich so, ne, nach vorne boosten. So, dann können wir mal über Target gehen und warum kriege ich den Planet nicht? Fliegen wir mal wieder näher. Bremsen wieder ab. Gucken mal, ob wir den. Sind irgendwelche anderen Sachen. Ich möchte gerne den Planeten. Na komm schon. Irgendwann, wenn wir nah genug sind, können wir ihn auswählen. G, 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 T, T. Komm schon, Target. Was ist mit dir? Wir wollen natürlich nicht draufknallen. Bläh. Ansonsten gehe ich über die Navigation. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Jetzt haben wir ihn. Aber wahrscheinlich, wir müssen nah genug dran sein, um ihn zu erforschen. Klar. Muss ja, die Sensoren müssen eine gewisse. Jetzt sehen wir hier auch dieser Strich, der so schräg rumgeht. Das ist irgendeine Umlaufbahn oder irgendwas. So, Leaders of Kini. Kini AB1 heißt der Planet, den haben wir jetzt erforscht. Und ich gehe wieder in die Navigation, um auf Cardenhub Orbital. Genau. Wieder gucken, ist hinter uns gerade. Cardenhub Orbital, schwache Signalstelle. Da müssen wir hin. Und da fliegen auch einige, ne, von links diese drei Lichter, die da ankommen. Jetzt sind wir dran vorbei. Jetzt sagt er auch schon verlangsamen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Gehen wir nochmal drauf an. Wir müssen nämlich darauf warten, dass der Computer uns sagt, dass wir so nah dran sind oder dass wir mit einer bestimmten Geschwindigkeit bereit zum Wiedereintritt. Das können wir jetzt nämlich machen und dann gehen wir in den Wiedereintritt und jetzt kommen wir aus unserem Hyperantrieb wieder raus. Und jetzt ist rechts, sieht man FSA Abklingzeit. Diese Abklingzeit ist wichtig für den Hyperantrieb oder wie auch immer man ihn nennen mag. So, wir fliegen mal näher ran an Cardenhub Orbital. Unter 7,5 Kilometer kann man mit denen kommunizieren. Dafür bremse ich mal wieder ab.
mach mal auf 0, damit wir hier nicht irgendwo reindonnern, während ich in die Kommunikation gehe. Und zwar geht man über Kontakte. Und dann sieht man, dann ist Cardiope Orbital ein Kontakt. Und wir können eine Landeerlaubnis anfordern. Docking Request granted. Und wir haben einen Docking Request gemacht und ihn erlaubt bekommen. Also granted, Englisch, wir haben eine Erlaubnis bekommen. Und er sagt uns Landeplatz aufsuchen 1. Jetzt sieht man hier so ein leuchtendes Etwas da. Und das wird entweder Landeplatz 1 oder 2 sein. Das können wir uns mal anschauen. Das Ding ist im Moment relativ dunkel und... Oh, hier ist noch irgendwas. Ist das der Planet? Ja, das ist, wird der Planet sein, um den das Ganze kreist. Links, ne? Dieses Dunkle. Wir können auch mal mit 0... Ich habe mir auf die 0 habe ich mir das Licht gelegt. Das Licht wirkt erst ab einer bestimmten Reichweite. Ja, jetzt bringt es noch nichts. Mal gucken, ob wir das gleich sehen können. Also wir haben so Außenlichter. Gucken. Jetzt sieht man das. Ja, Licht aus, Licht wieder an. Wir machen hier das Licht mal an, weil es ist im Moment sehr dunkel. Und wir müssen jetzt hier landen. Ja, das ist 1. Darüber ist die 1. Ja, nicht rückwärts fliegen. So, genau, das sagt er uns jetzt. Warning, Landing Gear. Wir müssen unser Fahrwerk ausfahren, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Ich versuche mal, uns auszurichten. Da kommen jetzt die Tastaturtasten mit ins Spiel. Und ein bisschen nach vorne fliegen, bitte. Danke. Na, wieder ein Tick zurück. Und jetzt können wir langsam runtergehen und zack. Dann betreten wir den Hangar. Hangar betreten. Und gehen gleich auf die Sternhafendienste. Das können wir machen, während wir in den Hangar gefahren werden. Und wir haben ja hier eine Auftragsstaffel. Datenlieferung. Cardiope Orbital Kini. Das sagen wir. Nachricht abliefern. Belohnung 750. Haben wir die jetzt schon bekommen? Wir haben die prompt bekommen. Ich habe gedacht, wir müssen zu dem anderen wieder zurück. Okay, dann geht's auch so. Bevor ich mich jetzt um den nächsten Auftrag kümmere, gehen wir erstmal auf Zuhause. Und da ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns einmal auftanken. Klar, weil wir haben ein bisschen was verbraucht. Dann können wir nachschauen. Munition brauchen wir nicht, weil wir haben nicht geballert. Auftragsstaffel. Benötige dringend Coltan, zahlen gut. Ach so, befreien Sie mit uns den Geist der Völker von unsichtbaren Ketten. Kini Travel. Kommandant, ich habe eine Aufgabe von größter Dringlichkeit für Sie. Unsere Agenten auf der Station Onizuka Landing konnten in letzter Zeit beachtliche Erfolge erzielen, was die Aufklärung der Bevölkerung über manipulative Lügen betrifft, die von der Föderation und ihren Konzernbossen verbreitet werden. Wenn es Ihnen gelingt, diesen Kurierdienst für uns auszuführen, winken Ihnen eine Belohnung in Höhe von 734 Credits. Wir müssen in das System Friga. Das ist auch wieder Spezial, steht unten, kein Frachtraum erforderlich. Und die Sprungentfernung ist 5,09 Lichtjahre. Das sollte passen. Ich überprüfe das trotzdem mal über das System. Über die galaktische Karte. So, China. Da oben ist es gleich. Das ist Frigaha. Da können wir schon mal eine Route kartieren. Und wir gucken mal über die Navigation. 7,56 haben wir. 5,09. Das ist unsere Sprungreichweite. Da müssen wir hin. Das ist die Entfernung. Das reicht. Also den Auftrag könnten wir übernehmen. Das können wir uns schon mal merken. Machen Sie unseren Anspruch geltend. Eigenes Schiff wird vorausgesetzt. Exempel an einigen Handelsschiffen im System Friga statuieren. Boah, das klingt nicht sehr nett. Also ein paar Händler abballern sollen wir. Finde ich nicht nett.
Und das hier geht es auch darum, ist eine Freimission. Wir sollen von irgendwo Getreide besorgen, weil hier Menschen wohl hungern. Da ich nicht weiß, wo ich Getreide herkriege, unsere Sternkarte noch nicht so weit ist, machen wir hier lieber mal die Geschichte. Bisschen, es passt auch mehr zu mir, ein bisschen rebellisch, ne? Sich auflehnen hier und die unterstützen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also mit der Föderation will ich es mir auch nicht verscherzen. Mal gucken, was die Föderation dazu sagt. Wir nehmen das mal an. Sagen verlassen. Und kehren zurück zur Oberfläche. Werden wieder rausgefahren. Treibstoff hatten wir ja aufgetankt. Reparaturen waren meines Erachtens nicht nötig. Da stand auch nichts, dass wir irgendwas reparieren müssten. Und wir können prompt starten. Ship released. Engines engaged. Gleich schon mal das Fahrwerk einfahren. Und wir haben auch schon einen Zielpunkt. Da ist es, Frigaha. Wir müssen aber von der Station erstmal ein bisschen uns entfernen, bevor wir in den Sprung gehen können. Denn wir haben die Massesperre noch an. Ich vermute, mit Massesperre ist gemeint, dass wir uns noch innerhalb einer bestimmten Gravitationsreichweite befinden. Also das heißt, da ist eine Masse in der Nähe. Und solange diese Masse in der Nähe ist, haben wir eine Massensperre. Jetzt ist sie ausgegangen. Und jetzt können wir über die 1 zu unserem... Na, das wollte ich nicht. Na, das wollte ich auch nicht. So. Nochmal über die 1. Frigaha. Da wollen wir hin. Überantrieb aktivieren. Und dann springen wir da mal hin. Ich dachte halt, dass ich irgendwie zurückfliegen muss für diese erste Mission, aber müssen wir gar nicht. Es klang so in dem Text. Und kommen Sie zurück. Oh, unser Computer zeigt uns im Sprung nichts an. Ups, ich wollte nicht auf diesen Stern draufknallen. Das mal abbremsen. Den können wir aber gleich mal uns vornehmen und untersuchen. Das Target auswählen. Komm schon. Jawohl. Schön erforschen hier. Rrrr. Einmal durchrödeln lassen durch den Computer und die Scanner. Scannen los. Nicht erforscht. Das wird sich gleich ändern. Zack. Das ist ein Stern der Föderation, ein Klasse-G-Stern, weiß-gelb. Wir gehen wieder in die Navigation, schauen nach, was uns unidentifizierte Signalquelle interessant. Wir müssen wohin? Um Erziehungsmaterial zur Station Onizuka Landing. Onizuka Landing. Gucken, wo die ist. Da ist sie. Aber wahrscheinlich dauert das eine Weile, bis hier die Sachen sich, naja gut, als Ziel festlegen. Wieder raus. Und jetzt geht es wieder darum, unser Raumschiff auszurichten. Und da wollen wir hin. Jetzt sagt er schon verlangsamen, sonst knallen wir dran vorbei. Tschuh! Ich bin jetzt mal dran vorbeigeknallt. Ich vermute, es liegt an der Gravitation, dass wir da dran vorbeidonnern. Das kann aber auch am Antrieb liegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Wer es weiß, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ne? Also ich bin ja mit diesem Spiel noch nicht so vertraut, dass ich hier alles weiß. Hier ist auch wieder ein Planet, den wir wahrscheinlich nicht kennen. Deswegen fliege ich erstmal zu diesem Planeten, um von dem die Daten einzusammeln. So, ich vermute, jetzt können wir ihn nehmen. Ich möchte nicht erforscht, da ist er. Da ist ein föderaler Sicherheitsdienst unterwegs. Ich will aber nicht den Sicherheitsdienst, ich will den Planeten.
geil. Was dieser föderale Sicherheitsdienst wohl dazu sagt, dass ich ihn scanne. Frieger. Ach, haben wir gescannt, okay. So, dann machen wir mal wieder Ausrichten auf. Was ist das hier? Weltraum. Irgendwas im Weltraum. Eagle. Tor Savarate. Wir gehen über die Navigation, das ist einfacher. Onizuka Landing als Ziel festlegen, ne? Ja, da müssen wir hin. Und Onizuka Landing befindet sich dort. Bereit zum Wiedereintritt, sehr schön. Und da sind wir. Und jetzt müssen wir wieder unter 7,5 Kilometer kommen, damit wir mit denen kommunizieren können. Ja, haben wir erreicht. Machen uns mal ein bisschen langsamer. Wir gehen auf die Kommunikation hier, auf den Kontakt. Und machen, fordern eine Landeerlaubnis an. Genau. Was sagt er? Landeplatz 1 wieder. Wo auch immer der sein mag. Wahrscheinlich oben. Mal so, dann sehen wir die Station wenigstens. Gucken, wo ist denn Landeplatz 1? So, wir können auch so machen. Wenn wir fliegen. Das sieht nicht schlecht aus. Ich sehe aber noch keinen. Da ist ein Landeplatz. Okay. Ups, wir sind zu schnell. Huch, jetzt habe ich die Waffen ausgefahren. Das sollte man tunlichst unterlassen, wenn man... Ja, komm, wieder rein. Wir haben 9 Minuten Zeit dafür. Also, nicht hetzen. Ich mache mal das Licht an. So, wieder näher ranfliegen hier an das Ding. Abbremsen. Stell mich ein bisschen an hier. Wie so ein Bruchpilot. Achso, ich könnte das Fahrwerk schon mal ausfahren. Ja, das Fahrwerk ist noch dabei auszufahren. Ich weiß. So, jetzt Q und E. Hallo, ich muss schneller machen. Okay. Und jetzt können wir einen Sinkflug ein bisschen draufgeknallt. Gucken, ob wir rein in den Hangar hier, Sternhafendienste, zack. Onizuka Landing. Was haben wir? Auftragsstaffel. Nachricht überbringen. Nachricht abliefern. Und wieder zurück. Und wir gehen mal. Tanken mal auf. Gucken wir uns an. Reparaturen. Die Lackierung. Den Lack hat es uns ein bisschen zerkratzt. Gut, das ist aber egal. Können wir Warenmarkt hier uns angucken. Ja, das ist das mit diesem. Mit dem Handel betreiben. Galaktischer Durchschnitt. Also wir sehen immer, zu was hier verkauft wird. Zu was hier. Zu welchem Preis hier eingekauft wird. Und was so. Der galaktische Durchschnittspreis ist, das heißt, wenn man was kaufen will am Markt, dann sollte man immer sich am galaktischen Durchschnitt orientieren, so wie hier bei den Supraleitern. Also die sind hier im Vergleich zum galaktischen Mittel relativ günstig, macht man aber nicht so viel Gewinn. Auf Lager. Ah, und man kann sehen, wie viel die davon auf Lager haben. Wasserstoff, Treibstoff haben sie eine ganze Menge. Vielleicht ist hier eine Gaswolke in der Nähe. Oder das ist Standard für Stationen, weiß ich noch nicht. Ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt. Die haben hier auf Lager Aluminium und Beryllium und Kobalt. Kobalt hat ein ganz gutes Preisverhältnis.
Man muss nur bedenken, also wenn ich da irgendwie eine Tonne mitnehme oder so, ne? Mein Frachtraum ist sehr schnell voll. Und dann ist noch nicht mal geklärt, ob ich an einer anderen Station das Zeug überhaupt loswerde. Und wenn ich dann irgendeine Mission bekomme, wo ich irgendwelchen Kram aufnehmen soll, also bisher haben wir ja nur Dokumente transportiert und nichts anderes. Ist halt die Frage. Wir haben auch schon ein bisschen Geld gemacht, ne? Wir haben mit 1000 Credits angefangen, jetzt haben wir 2400 Credits. Schon mal nicht schlecht. Ich werde aber trotzdem noch nichts kaufen für mein Raumschiff. Ich mache jetzt erstmal einen Cut, beende die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.